Bullseye! God damn it, you're good. I know. Und dafür bin ich nicht mal der Sniper. Und damit Feierabend und herzlich willkommen zurück zu Borna. Hallo! Crimson am Mikro? Ey, das ist mein Text! Also, Crimson am Mikro. Nein, Shadow am Mikrofon. Und dazu noch der Crimson auf dem Pod. Do you have any pod? I'm sitting on it. Fire in the hole! Fire in the hole! You don't have to tell me it's shit. So. Also, Plan für heute. Also Plan für diese Folge. Erstmal generell Munition nach. Da wo es fehlt. Apropos, was sagen die Speicherdecks jetzt eigentlich? Ich hab zu Geld. Was hast du? Zu wenig Geld. Ja, ich auch. Ich hab jetzt bloß noch 60.000. Ich hab noch 44.000. Wo kann ich eigentlich den Großwildjäger abgeben? Bei Ernest. Dann fahren wir mal zu Ernest. So, jetzt habe ich noch 43.000. Ha, ich bin reicher als du. Ja. Nee, mit armen Leuten fahre ich nicht. Na gut, ich will ja nicht so sein. Ihr habt es schwer genug. Ja, guck ich doch mal an, wie ich aussehe. Ich bin der Billig Trevor von Borderlands. Keine Ahnung. Könnte es Michael sein? Ich bin schwarz, Junge. War der nicht schwarz? Das ist Franklin. Oh. Michael DeSanta ist der Weiße. Oh. Der Rich Boy. Hi, Ernest. Merkst du, wir sind's, ne? Klopf, klopf. Hervorragende Vorstellung. Ich werde ihn ausstellen in meiner Hütte an. Deine Hütte ist nicht mal halb so groß wie das Vieh. Hm. Oh, Level up! Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ach je! Kim und Korn, das kann ja was werden. Die hätte ich direkt suchen müssen. Dann macht's natürlich Sinn. Hat kein Visier. Hoher Schaden und Genauigkeit. Hm. Hat entweder 98,3 oder 98 Genauigkeit. Ihre. Hoher Schaden. Ja, mit 247 ist jetzt schon mal hoher Schaden zurzeit. Und die haben wir natürlich für die Großwildjagd. Scheiße, das ist eine beschissene Sniper, wenn ich mir das so angucke. Ja. Nochmal! Gut, dann töten wir Mad. Oh, ist den Mad Mel? Den Mad Mel? Den Karamell? Und den Kriminell? Okay, das ist Mad Mel. Kenne ich. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verschabelt. Grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Aber handwerklich bin ich nicht so begabt. Warum soll ich denn seine Sachen zusammenklöppeln? Ist so, verstehe ich auch nicht. Bin doch nicht sein Sammy. Klopf, klopf. Wer da? Wir. Normalerweise patrouilliert hier doch immer jemand.
Hatten die gerade Mittag? Sieht so aus. Naja, klauen wir denen halt das Lunch Money. Nerd. Au. Ja, vielleicht jetzt. Komm, fahr noch mal ein Stückchen zurück. Naja. So. Und dann halt, ne, mit Full Speed. Also dann, Geronimo! Yippie! Au! Oh, das hat weh getan. Kurzer Kurswechsel. Au. Keine gute Idee. Nope. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Hilfe! Scheiße, ich bin tot. Ich auch. Boah. Ah. Fuck! Kameradenschwein! Ich war orientierungslos! Das hat mich $3000 gekostet, deine scheiß Orientierungszeit! Ich muss fliehen und dabei schrei ich! Au! Das sehen wir! Au! Au! Bleib stehen! Aber ich hab die Karre aus kaputt geboxt! Ja, passt. Geil! Oh oh! Schön, dass der eigene Leute behindert wird, ja? Oh shit! Au! Fuck! Ja, ich glaube, das haben wir ein bisschen verloren, die Nummer. Wir brauchen den Wagen. Yep. Hier. Die sollen uns kennenlernen. Oh yeah. Was? Ja, die Wagen sind leider nicht sonderlich stabil.
Ich glaube auch, dass ich so was sehen würde. Oh, hey, der Typ ist auch schon... Nochmal ein bisschen Geld verloren, was zur Hölle? Ja, man hat's ja, ne? Alter! Das war... Ist das bloß noch der oder? Ah, da, fuck! Deine Kumpels sind eigentlich auch noch. Alter, man sieht überhaupt nichts mehr! Die haben mich einfach überfahren, als ich tot war. Ich seh nix! Niemals! Wir zeigen dir, was der rosa Buggy kann. Das war die schnellste Verliererrunde ever! Alter, ich sehe absolut nichts mehr. Hab ihn. Na, wer sagt's denn? Batman ist nicht mehr. Gott sei seiner verdammten Seele gnädig. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Kronwechsel. Sehr schön. Vor allem, der hat einfach nichts gedruckt. Der Wichser hat auch ein bisschen eine Medi-Ampulle. Die hole ich mir mal noch. Warum das zittert alles? Hilfe? Ja, hier nicht. Alter, mein ganzer Bildschirm hat gerade gewackelt. Das muss ich auch noch, muss ich sehen. So. Da lang. Warte mal, irgendwie spackt hier noch ein. Da ist ein Wegmarker. Wieso ist da ein Wegmarker? Geht's doch gar nicht lang. Oder ist das hier so ein Tor, wo man. Nö. Hä? Da lang. Ja, ich will nur gerade mich ein bisschen umgucken. Whee! Falls noch einer okay. Da war. Also hier lang, hast du gesagt. Da lang, wo ich die Raketen schieße. Na, hier können wir noch nicht lang. Hast du aber Glück gehabt, dass wir jetzt da lang fahren? Hier, da lang. Okay. Das ist der Pandora-Blinker. Noch so ein grüner. Der ist aber richtig grün. Der andere war auch grün. Bei mir. Nein, war er nicht. Alle Claptraps werden aufatmen. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Der andere Claptrap, der war genauso wie der Dingens da. Der war nicht blau. Nein, nicht blau, der war gelb. Der zwischen Firestorm und Tier? Ja! Nee, der war bei mir ganz normal grün, so wie er sein soll. Nein, das ist der erste Grüne, den ich hier sehe. Dass du nicht direkt auf ihn gezielt hast, ist auch nur so ganz nett, dass er nur durch den Explosion weggescheuert wird. Also, na, für mich ist der grüne Claptrap neu. Also ich will nicht, dass er negativ von mir denkt. Ach du Scheiße.
Was denn? Ach du Scheiße. Hier sieht's ja funny aus. Deponia-mäßig, ne? Ja, ich... Ja, Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ja. Dann... Wo ist das Leben in Ordnung und Zufriedenheit? Nee, das ist Müll. Und die Rakete fliegt noch. Ich sehe sie gar nicht mehr. Joa, willkommen in New Haven. Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynns Bande und ihre Hüllenmaschine sind in den Salt Flats und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Baron Flint. Huch, warte. Claptrap, Claptrap spricht gerade mit mir. Also irgendwie... anders in den Untertiteln. Ja, bei mir sind die Untertitel jetzt noch da. Und jetzt ist Claptrap wieder da. Auch. Hä? Claptrap war bei mir ganz am Anfang, wo wir reingekommen sind. Da hat er seine Nummern abgelassen. Bei mir nicht. Bei mir kam er vorhin eben. Dann kam die andere und jetzt kommt wieder Claptrap. Okay, Claptrap ist ja so gesehen ziemlich wichtig. Also gehen wir zuerst zu Helena Pierce. Gott, Namen merken. Frau Pierce. Oh, was ist mit ihrem Gesicht passiert? Nein, wirklich, was ist mit ihrem Gesicht passiert? Ach, du Scheiße. Wie sie dir hinterherkommt. Hoch und runter, hoch. Was ist denn mit ihrem Gesicht passiert? So. Okay, Frau Pierce, dann erzählen Sie mal. Es gibt hier wichtigere Dinge, als einem Märchen hinterher zu jagen. Die Kammer existiert nicht. Endlich haben wir es diesem Madman heimgezahlt. Es ist die großartig, ist jemanden zu kennen. Hoffnung für die Hoffnung. Nein, Frau Pierce, bitte reden Sie mir nicht dazwischen. Es ist großartig, jemanden zu kennen, der mit einem mutigen Herz dort hinausgeht und sein Leben... Gut gemacht. Madman ist kein Problem mehr und ich öffne gern das Tor nach New Haven. Wow. Speicherdeck. Great. Nice. Energie für New Haven. Du hast Nerven, Kammerjäger. Stolzierst nach New Haven, als wäre die Welt Tja, ich habe Neuigkeiten für dich. Du wirst dich jetzt ins Zeug legen oder sterben. Bevor ich auch nur einen Finger rühre, um dir bei deiner verrückten Bitte wegen der Kammer zu helfen, wirst du mir einen Gefallen tun. Der letzte elektrische Sturm hat New Havens Stromversorgung lahmgelegt. Scooter hat berichtet, dass alles repariert ist, aber jemand muss die Generatoren reaktivieren. Tja, und da kommst du ins Spiel, weil wir alle zu scheiße faul sind, um das selber zu... Unsere Idle-Animationen führen uns nicht auf diesem Weg vorbei. Oh, das ist mal ein vernünftig genutzter Schrank. Ja. Mehr als nur ein Gegenstand drin. So, jetzt zu Scooter, würde ich sagen. Uts, 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 uts. Hey, Scooter. Hey, ruf einfach an, wenn du mich brauchst, ja? Ich höre, du suchst die Kammer. Selbst wenn das kein Märchen wäre, was hättest du davon? Was willst du mit Schätzen, wenn sie eh nur Schlamm, Knarren und Dreck gibt? Na, dann lies mal vor, wenn du schon drin bist. Ja. Moment, bitte mal kurz hier. Ich habe gerade einen Anruf von meinem Freund TK Baha bekommen. Du kennst ihn richtig. Blind wie eine Fledermaus, aber er stärkt dir den Rücken. Wenn er stehen kann. Wenn es drauf ankommt. Wie auch immer, er hat mich angerufen, aber nichts gesagt. Das ist doof. Der ruft nie an, wenn er keinen Grund hat. Könntest du mal nach ihm sehen? Na toll. Dich vergewissern, dass es ihm gut geht und nicht ein Skag sei an das Bein gefressen hat. Ja klar, machen wir. Dann fahren wir mal direkt wieder zurück. Ich würde mich doch gerne mal umsehen. Ach so.
Ich will mir umgucken hier. Ist ja, doch. Aber guck mal, er macht sich halt Sorgen um unseren Freund. Es ist nicht mein Freund. Gut. Gut. Trag du die Verantwortung. Okay. Einmal einen Döner mit alles bitte. Ja, mach zwei draus. Mach vier draus. Okay, acht. Doppelte Portion. 16. Es wird kein Wettessen, ich hab für dich bestellt. Naja, ich will einen, du willst drei. Doppelte Portion. Also sechs. Was er sagt. Das ist so doof. Immer herein. Ach. Ich räuch genau herum. Ach, guck mal an. Ich weiß, der Glaube an das Unwahrscheinliche gibt uns Hoffnung. Aber wenn die Kammer existieren würde, hätte man sie längst getroffen. Wer haut denn hier ständig seine Untertitel dazwischen? Ich weiß, wer das ist. Ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Nicht der. Der hier. Na, Blaumann? Du hast einen weiteren defekten Claptrap-Roboter gefunden. Auf den Schrottplätzen von der... Hör auf zu heulen! Vor der Stadt sind dir ausgemusterte rostige Claptraps aufgefallen. Könnten sie dir vielleicht als Ersatzteillager dienen? Ich will gerade nur bei Markus einkaufen gehen. Stimmt, hat der Markus eigentlich anderes Huch? Als der Automat? Was denn? Da ist ein weißer Claptrap, der ist gerade den wupp, 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 macht. Ach der, ja. Ich weiß, wo der wohnt. Aber er liebt ihn trotzdem, weißt du? Mit Kusshand. Ich denke, er sollte ein geküsster Mittelfinger sein, keine Ahnung. Ach, guck mal, wer hier ist. Kann ich was für dich tun? Wie kommst denn du hierher? Unglaublich, dass die Leute... Instant Transmission? Oh, Medikit. Es gibt keine Kamera. 180 HP in ein paar Sekunden. Weißt du, dass das ein richtig gutes Medikit ist? Ja. So ein bisschen mittelstarkes. Das schnappt er sich einfach. Ich wollte mir das erstmal durchlesen. Ja. Die Zuschauer auch was haben, aber die müssen jetzt auf Pause drücken. Oder das Spiel selber kaufen. Was natürlich die bessere Option wäre. Klasse, Soldat, Berserker, 18% Teamskill. Plus 40% maximale Gesundheit. So. Kann nicht schlimmer werden, einfach mal Ach nee. So, weiter looten. Gehen die Döner voran, Freundchen. Also, Moment, ich sehe. Der hat uns beschissen, der hat nicht mal ein Dönerspiel zu hacken. Ich weiß ganz genau, was du da getan hast. Das weißt du gar nicht. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da weißt du mehr als ich. Holy shit. Oh. Hä, wo siehst du die? Hier? Meins. Nein, seins. Warte kurz. Meine hat 87 Schaden, 91 3 und 1 Feuerrate. Plus 50 Nachladegeschwindigkeit und mit 6 Schüssen in der Kammer. Ja, nee, die Rückschussverringerung ist mir dazu krass und okay. Ansonsten nicht so schlecht. Hast du die vorhin aufgenommen?
Die hast du wieder genommen. Hä, warum finde ich die nicht mehr? Die ist weg. Ach nein, die habe ich. Ach, die habe ich. Ah, die habe ich versehentlich ausgerüstet. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir jetzt einen vierten Inventarslot hatten. Ich halt nur um, wenn bei Waffen, wenn du sie auch wirklich ausrüsten willst. Wenn du jetzt mehreres Zeug wie Geld aufsammeln willst, dann kann ich gedrückt haben. Nee, ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt vier Slots haben für Waffen. Haben wir? Ja. Deswegen habe ich mich gewundert, warum finde ich die Knarre nicht? Ja, weil ich die versehentlich ausgerüstet habe. Nice. Wir haben endlich unseren letzten Waffenslot. Jetzt können wir richtig kreativ werden. Wo steht jetzt dieser scheiß Generator? Generator? Um das Tor aufzumachen? Nee. Nur der Stromgenerator fürs Westtor. Ich glaube, den habe ich versehentlich schon aufgemacht. Nee, Strom am Westtor ist noch nicht da. Du hast das Nordtor gemacht und ich habe den auf dem Dach gefunden. Es soll hier irgendwo sein. Wenn er jetzt da oben ist, also dann spiel, ne? Sofort deinstallieren. Du mich nach die ganze Zeit? Fuck. Fuck. Fuck! Hä, wie soll ich da hochkommen? Ach so. Großartig! Egal, wenn ich jetzt auch mal erst sofort dabei. Oh, ich bin auch blöd, ne? Was ich hier an der abheile, ist Scooter Generator. Scooter? Fick dich. How rude. Am Westtor. Der ist nicht am Westtor, der ist schon außerhalb von New Haven. Du guckst schon nach O-Strom? Au. Ja, was ist mit dem Döner? Der hat nicht mal einen Spieß. Das sieht doch nach Kneipe und Essen aus. Nur sehr arm. Ich bin gerade nicht da, ich kann das gerade nicht beurteilen. Pfui Teibel. Am Wohnhaus. Ach, da steht er ja. Auf dem Boden. So, Frau Pierze. Wir haben ihren Strom wieder angemacht. Du schreckst also nicht davor zurück, dir ab und zu die Fingerchen dreckig. Freut mich, dass du zu mehr als Banditenmetzeln zu viel gebrauchst. Die Suche nach Tennis. Wenn du weiterhin auf die Kammer scharf bist, solltest du Patricia Tanner seinen Besuch abstatten. Wir haben über dich gesprochen und sie will dich kennenlernen. Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht... Nein, Claptrap, jetzt nicht! Oh, nicht schon wieder Claptrap! Ja, das hast du vor 5 Minuten auch schon gesagt. Halt's Maul! Wir haben über dich gesprochen und sie will dich kennenlernen. Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht noch... Nein! Alter! Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht noch an der Ausgrabungsstätte. Sprich unterwegs mit Claptrap, er wird das Tor für dich öffnen. Ich will aber nicht mit ihm reden. Dann mache ich das halt.
Ich bin mit Claire Trevor befreundet, im Gegensatz zu bist du überhaupt da hinten. Ich mag, also an sich, ich mag Claptrap, es ist halt nur dieses ganze Dazwischengequatsche. Dazwischengequatschen ist gerade echt nicht zu gebrauchen. Ja. So uncalled for. Unter die Slide war ein. Mhm. Joink. Na dann. Level 24, aber da komme ich hin. Bis dahin ist die ich habe, garantiert nicht besser. Weg. Die brauche ich bis dahin. Weg. 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 Okay. Was haben wir noch so an Quests? Oh, wir haben so viele schöne Quests. Machen wir erstmal die Claptrap. Ja, damit der hier seinen Ruhe hat. Die sich gleich noch angesprochen fühlt. Erstmal den Claptrap machen. Juhu! Oh Gott, das ist ja schlimmer als Jester in Devil May Cry 3. Ach Gott, dann nehme ich bloß an den Typen. Ich hab den an sich gemocht. An sich war er cool, der hat so eine schöne Comedy mit reingebracht in das Ganze. Kannst du zu Claptrap gehen? Ich hab das Reparaturkit. Und der sitzt hier auf seiner Veranda. Alter, du siehst aus wie Lucky. Ich hab Lucky Zephyrs Zwilling gefunden. Wen hast du gefunden? Hier oben. Nein, nochmal um die Ecke. Hier oben. Hi. So. Hier. Kommst du hier hoch? Hier. Jetzt komm da hoch. Hier, guck dir das an. Das ist einfach Lucky Zephyr nochmal. Don't run. Guck dir mich an. Das finde ich aber nicht okay. Mann, ich hasse diesen Ort, du wirst jedes Mal angeschossen. So, ja, Claptrap, komm. Ey, hast du meine Knarre gesehen? Danke, Fremder, jetzt wird es doch noch ein schöner, wunderbarer Tag. Ja. Ja, du bist lag, ja. Ja. Oh. Ach komm, als Maul. Ich hab auch Lag ohne Ende. So. Oh, nochmal. Inventar Upgrade. Kommt der andere. Das ist nicht richtig. Der sollte hier liegen. Also, den zweiten Teil hab ich. Erfunden, Huch. Aber... Hä? Claptrap? Huch. Hä? What? The fuck? Der Spack. Du hast ein bisschen Verzögerung, kann das sein? Der Spack. Hat sich ein paar Mal im Kreis gedreht, ist dann hier rübergefahren, hat kurz die Wand gebumst, ihr noch so den Ass-Slap gegeben. Und dann ist das hier aufgebumst. Also. Ja, bei mir hat er sich hier und da ein bisschen gebeamt und gebordet. Ich hab schon gelootet, du kannst weggehen, damit ich hier rauskomme. Na gut. Krümel, der dich hat zu tun. Den brauche ich gar nicht großartig hinterherlaufen, der tut. Oh nee. Flailing Arms. Okay, Inventar-Upgrade sehe ich immer so gerne. Doch zwei Waffen, die ich direkt abgeben kann. Und was machst du jetzt hier? Ach, du bewachst jetzt das schwarze Brett. Okay. So,
wir haben noch ein paar Quests offen. Ja. Ich glaube, den Benzinkrieg haben wir immer noch in den Headlands. Die Geister der Kammer und die Ventile müssen wir immer noch machen. Immer noch. Hm. Ansonsten können wir wieder zurück in die Arid Badlands und endlich mal nach TK sehen. Ja, gut, dann gucken wir eben nach TK. Ich mag den, der war lustig. Der sieht uns eh nicht kommen. Discord mag dich gerade? Ja. Egal. Ich meine, er hat uns zwar anfangs mit seiner Shotgun bedroht. Du hast auch das Scheißhaus gesehen, oder? Yep. Deshalb habe ich nochmal kurz angehalten, um sicher zu gehen. Es ist so dämlich, aber es macht so Spaß. Ich warte auf den Tag, an dem wir in die Kamera. In dem ich in die was? In die Kamera. Schieße oder was? Ja. Einfach, dass du dahin schießt, wo aus ich zu. Burn, burn, burn in the burning ring of fire. Schade, dass ich das nicht mehr runtersetze, weil das war so lustig. Ja. Scheiß Firewall. Whee! Gib Stoff. Jetzt stehen sie hier, jetzt haben sie ihr Mittagspäuschen beendet. Noch einer. Nehme ich gegen uns. Warte mal. Ich soll zurückfahren? Nö. Alter! Fahren und nicht fliegen! So, gib Stummi. Gummi. Stummi? Stummi. Na, das ist TK, das ist auch Stummi. Teig gesehen. Ihr Kacknoobs! Ventil? Ja, suche ich gerade. Hier irgendwo war das, glaube ich, oder? Naja, hier, glaube ich, war eins irgendwie. Aber hier ist auch die Rennstrecke. Halt, warte mal. Ich steck mal kurz raus. Okay, ich halte die Stellung. Das war ein Fehlerkeule. Weggesnipert. 360, also nee, 0 degrees Scope. Natürlich habe ich wieder meinen Action Skill verschwendet für die Scheiße. Aua. Shit. Ha, hat mich zum Glück bis $1000 gekostet, die Scheiße. Ha, kann mich einfach zum Fahrersitz teleportieren und wieder aussteigen.
Hä? Was war das denn? Alter, Kacke. Euch gibt's doch immer genug, ne? So. Geh dich mal healen. Jojo, jetzt haben wir ja Ruhephase. Glorious Havoc. Von Vladov. Ich glaube, das war auch so ein Loot, außer das hier. Es wird schon besser. So. Ja, wir haben am Ende Benzintanks noch gefunden, aber. Alter! Ja, pass auf, wo du hinfährst, Junge! Das sind wir immer die Arschlöcher, weißt du? Scheiß Alonso. So, ist hier noch einer? Gucke ich eigentlich gerade. Ist ja merkwürdig, weil der zeigt mir an, das Ventil wäre irgendwo hier. Aber hier war ja nichts. Hm. Moment, lass mich kurz die Karte checken. Da bin ich jetzt blöd. Warte mal, ich guck mal, vielleicht. Nee. Hier. Fahr lieber ganz außen rum. Na gut, auch noch so. Können wir nicht. Hier müssen wir durch. Da ist es nämlich. Und so wie ich das hier sehe, sind hier. Oh ja. Nester. Alter. Ach. Oh, das war Mortars Nestor. Nee, wegen Nestor. Mortars Nestor. Ja? Nö. Ja, it's not funny. I'm sorry. Au! Boah! Okay, die Sniper ist kacke. He's an asshole. So, wo haben wir geparkt? Ach, da. Schön, dass du gewartet hast. Aber immer doch. Oh, guck mal auf O. Ja, auf O gucken. Ach ja, das können wir jetzt auch noch machen. Na gut. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ah. Macht das auch einfach nicht zu viel Spaß? Man möchte eigentlich
zwei Stunden durchgehend aufnehmen. An sich schon. Das hier tatsächlich nur eins? Ich hab's vorhin hier irgendwie grünen Blitzen sehen gehabt. Ja, das war Zufall. Vielleicht hab ich's auch gesehen und einfach ein bisschen ignoriert, weil wir der Quest. Joink. Darf ich jetzt endlich mal eintreten? Danke. Alter, kein Wunder, dass man uns ja Kammerjäger nennt. Ja, seit der Mission glaube ich das auch. Ah, bist Viecher. Hä? Warte mal. Den hat mit den ich am Anfang schon mal mit gehabt? Nee, scheinbar nicht. Doch? Weil hier, das haben wir hier gelootet, das alles. Da stand mir doch am Dach. Das weiß ich ganz genau. Ja, wir waren da oben auf dem Dach, das ist ja, und wir haben. Ja, wir haben. Benzintank mit hochgejagt haben. Doch, wir haben doch drauf geschossen. Das hat uns den doch nicht angezeigt. Naja, wir können hier. Ach Gott, ich habe mit dem Schneiden der Folge noch nicht mal angefangen. Ich auch nicht. Ja. Ich habe noch so viel anderes zu liegen, was eigentlich längst bei mir gestanden müsste. Na dann, vorlesen gibt's wieder nächste Folge. Du gehst kurz zu Lucky, ob er da wieder sitzt. Er sitzt da noch. Er sitzt da noch. Also dann. Joa. Der tanzt auf dem Tresen, Baby. Genau, lutscht dir die Eier. What an asshole! So, jetzt ich. Shadow? Oh, die draußen stehen sie wieder. Shadow. Warte mal. Geh mal zu dem Auto, zu dem Kleeblatt. Alles dahin. Yep. Es sieht sehr falsch aus. Okay, Leute. Tschüss. Tschüss. Bevor ich das hier nicht mehr verantworten kann. Okay, gut dann. Bullseye! Tschüss!